Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. Oder man soll die Dinge nicht so tragisch nehmen, wie sie sind. Karl Valentin, Künstler, Bayer, Schauspieler, Komiker, hier in Waging im Kurpark wird an ihn erinnert, an seine Filme, an seine Genialität. Einmalig. Ein Hundling. Ich habe gesagt, ein Hundling. Privat ein Hundling. Privat ein Hundling, aber sonst grandios. Und super Ideen, grandios. Super Ideen. Und wenn man das mit heute vergleicht, man muss lange suchen, bevor man etwas Vergleichbares findet wie ihn. Was mir besonders gefällt, das ist das Trockene. Einfach trocken und so gerade rausreden und trotzdem dahinter irgend noch was versteckt haben. Das finde ich ganz gut an ihm. So gut wie vielleicht die Steckerlfisch, die zur Ausstellungseröffnung gegrillt worden sind. Auch eine Kunst. Und da sagt Valentin dazu, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Und so schließt sich der Kreis. Der Steckerlfisch besonders, Karl Valentin sowieso. Nein, was ich besonders an Karl Valentin ist erstens ein Genie. Das muss man wirklich sagen. Das Zweite ist, dass der Valentin ein Philosoph war. Du bleibst da und zwar sofort. Was ist das für ein Satz? Ja, also das ist komisch, aber das ist eine große Wahrheit, die dahinter steht. Große Wahrheiten und endloser Blödsinn, bisweilen in einem. Unverwechselbar der Mann, der so vieles gleichzeitig war. Er ist der Volksschauspieler, der Komiker, der Filmemacher, der Handwerker, der Philosoph. Aber eigentlich passt der Valentin in keinen Rahmen, sondern er sprengt jeden Rahmen. Und was für mich ganz besonders ist, ist seine Zeitlosigkeit. Also, dass er bis heute eine große Gültigkeit hat. Das lässt sich jetzt im Waginger Kurpark nachprüfen. Auf den großen Schaubildern werden Filmszenen gezeigt. Das passe gut hierher, sagt der Bürgermeister, der vor lauter Begeisterung gleich selbst aufspielt. Das finde ich total gut, weil der Kurpark, finde ich, für sowas einfach geeignet ist. Der Karl Valentin passt da irgendwie zu Waging wie die Faust aufs Auge. Das musst du uns näher erklären. Oder der Arsch auf Eimer. Oder was nur? Nein, weil heute halt lauter so Schmarrn verzeiht. Und in Waging ist es auch, da braucht der viel Schmarrn verzeiht wird. Hört sich an, als tät der Karl Valentin schon wirken. Nieder mit dem Verstand, es lebe der Blödsinn. Die Ausstellung Karl Valentins Filme jetzt im Kurpark in Waging. Kostet höchstens ein Lachen. Korn, Eintritt.